Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gespräche vom Balkon heute mit voller Torhüterinnen-Power. Und zwar von Zweien, die schon viele Hallen auf dieser Welt gesehen haben. Welche genau das sind, das werden wir gleich klären. Die beiden Torhüterinnen vom TSV Nord, Harrislee, Nanne Sibbersen und Sophie Fasold. Schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Wir haben heute eigentlich schon alles erlebt. Es war Regen dabei, es war Schnee heute Vormittag dabei. Da habe ich gedacht, vielleicht gibt es tatsächlich die Premiere. Ich warte immer noch auf Schnee auf dem Balkon. Aber kaum seid ihr da, scheint die Sonne. Ja, also das hat mich auch gefreut, als ich hierher gegangen bin, weil im Schnee hatte ich nicht so viel Lust. Könnte also ein gutes Omen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt Durst auf Kakao mitgebracht. Ja, selbstverständlich. Wir haben im Vorfeld schon mal geguckt, wer ein bisschen einschenken mag. Du hast gesagt, du schenkst ein. Sophie rührt um. Jo. Und in dieser wunderschönen Teekanne, jetzt bin ich gespannt. Aber das sieht gekonnt aus. Na klar, Kakao kann ich. Glaubst du, Nane macht sich so ein bisschen auch Druck gerade so innerlich? Ja, so ein bisschen ist da was dabei. Aber oh, jetzt Ende. Im positiven Sinne. Sophie macht schon mal die Umrührerin. Ja, das sieht doch gekonnt aus. Ja. Wunderbar. Herrlich. Sophie ist ja auch Nationaltöterin bei den USA. Trinkt man da auch Kakao eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch generell standardmäßig, dass man viel nach dem Sport Kakao trinkt, weil Vitamin D und tralala. Aber das habe ich nicht so mitgenommen. So lange habe ich dann doch nicht da gespielt, also vor Ort gewohnt und gespielt. Gesundes ist auf jeden Fall da. Und sehr viel Schoki, wie wir gerade sehen bei Nane. Das ist dein absolutes Lieblingsgetränk, oder? Auf jeden Fall. Also sehr, sehr schokoladig muss mein Kakao sein. Ja, das sieht man. Also, ja. Als ob ihr noch nie etwas anderes gemacht hättet. Im Trainingslager außer Bälle gehalten und Kakao eingeschenkt. So, wer mit wem zuerst, ne, ist die große Frage. Cheers. Und dann wollen wir das Ganze mal so ein bisschen ausloten. Zwei von dreien, das ist eigentlich das Motto. Eigentlich fehlt nur noch Lea Tiedemann. Dann wäre das glorreiche Trio perfekt. Und ich sehe auch schon, ihr harmoniert gut miteinander. Ist Konkurrenzkampf euch eigentlich fremd? Versteht ihr euch alle blendend? Wir verstehen uns tatsächlich sehr, sehr gut. Ich glaube, wir ergänzen uns auch sehr gut. Wir sind drei unterschiedliche Torhüter-Typen, aber abseits des Spielfeldes sind wir da sehr auf Harmonie bedacht, helfen uns gegenseitig und ja, wollen alle davon profitieren. Und glaube ich, machen gerade wirklich das Beste daraus, dass wir ein Trio sind. Wer spielt denn wann? Was ist der Spielertyp, der wann gefragt ist? Wann schaut ihr euch auf? Da macht er sich, glaube ich, unter der Woche immer wieder Gedanken zu, je nach Spielverlauf des vorherigen Spiels, Trainingswoche, guckt er sich das, glaube ich, so zurecht und entscheidet dann. Und ich glaube, das ist dann so ein Trainer, eine Trainerfrage, die wir, glaube ich, nicht so viel, nicht immer wissen, wie und wann, aber er hat ja oft ein gutes Bauchgefühl. Auf jeden Fall seid ihr mit dafür verantwortlich, dass es in dieser Zweitligasaison als Aufsteiger ja hervorragend läuft. Am Anfang haben alle, weil auch viele ja aus dem Süden der Republik kommen, gesagt, um Gottes Willen, jetzt müssen wir ganz hoch bis an die dänische Grenze. Und jetzt macht ihr denen das Leben aber auch richtig, richtig schwer und sagt, wir sind gekommen, um zu bleiben, oder? Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, immer so mit dem Projekt Zweite Liga. Ist man als Aufsteiger immer gefragt und man muss gucken, wie man in die Liga kommt. Aber Ziel ist es natürlich immer, so, ja, gut zu spielen und natürlich auch dann nachher in der Liga zu bleiben. Und bisher ist es uns doch gut gelungen bisher. Warum läuft es so gut? Was sind die Gründe dafür? Ich glaube, dass wir einfach übers Team kommen und auch genau wissen, dass wir nur übers Team kommen können. Also bei uns spielen ja auch in einem Spiel teilweise alle Spielerinnen. Jeder trägt seinen Beitrag dazu bei und das macht uns, glaube ich, auch wirklich so stark. Und was vielleicht eine Schwäche für andere ist, dass wir halt, dass sie wissen, dass wir überall auch hin müssen und weite Fahrten haben, ist wiederum aber für uns natürlich auch, wenn wir zu Hause spielen, ein ganz großer Vorteil, weil wir das dann natürlich auch ausnutzen können, dass Mannschaften dann aus Stuttgart anreisen müssen oder und dann natürlich fitter sind und auch einfach eine gute, geile Stimmung haben, Publikum haben, was uns immer gut anfeuert, was hinter uns steht und das macht uns, glaube ich, sehr aus. Das, was du gerade angesprochen hast, diese langen Fahrten,
bis ja, auch in den Raum Stuttgart, wo ja sehr, sehr viele Mannschaften beheimatet sind. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Das war vor der Saison vor allem ein großes Thema und neulich wieder in den Medien. Kosten sind sowieso generell sehr, sehr schwierig als Aufsteiger sowieso. Schweißt euch diese Thematik generell als Mannschaft noch mehr zusammen, wenn sowas auch durch die Medien geistert und alle sagen, das ist eigentlich immer David gegen Goliath? Oder aber seid ihr da fest von ab und wichtig ist nur auf dem Feld? Also ich finde, dass so ein Faktor wie David gegen Goliath natürlich immer mit reinspielt. Wir wissen, dass man als Aufsteiger erstmal alle überraschen kann, aber auch gerne mal unterschätzt wird. Das spielt ja alles drumherum mit rein. Das merkt man bei verschiedenen Vereinen, die finanziell dann doch besser aufgestellt sind. Merkt man das auch an der Qualität der Spieler vielleicht zum Teil, aber auch das drumherum. Aber ich finde, das meistern wir auch ganz gut, auch so ohne. Und das ist auch das, was uns ausmacht, dass wir nicht darauf achten, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, sondern wir wollen Handball mit Leidenschaft spielen und nicht, weil wir jetzt so großes Etat haben. Aber es gelingt euch sehr gut in dieser Saison. Auch sehr viele Siege dabei gewesen, mit Leidenschaft und vor allem Sieg des Willens, ist mein Eindruck, oder? Ja, auf jeden Fall. Also speziell in der Phase vor Weihnachten haben wir ja den einen oder anderen dann wirklich geärgert. Also Rödertal hat, glaube ich, niemand gedacht, dass wir das schaffen. Mhm. Kirchhoff war ein sehr, sehr emotionales Spiel und Lindford auch. Also das ist eigentlich, und auch unser erster Sieg gegen Bremen, das war Emotion pur. Also. Da wurde auswärts, glaube ich, ein bisschen gefeiert, oder? Ja, also nach Bremen sind viele auch alleine gefahren oder selber gefahren, weil das doch noch näher dran ist. Aber ich glaube doch, dass die Stimmung auf der Rückfahrt doch sehr gut war. Ja, das glaube ich auch. Das war im September, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall Anfang Ende September der Saison. Der erste Zweitligasieg für Harrislee. Jetzt setzt ihr auf Kontinuität. Am Wochenende gab es die Pressemitteilung, Sophie Fasold verlängert, das muss man sagen. Ihr setzt insgesamt auf Kontinuität. Wie wichtig ist das auch für den Kampf um den Klassenerhalt, dass man schon mal so ein bisschen einen Ausblick hat? Ja, es ist natürlich immer die große Frage. Wir machen, oder alle stecken viel ein und arbeiten auch sehr hart dafür, um in dieser Liga zu spielen. Und es macht auch unglaublich viel Spaß, meiner Meinung nach. Es ist natürlich auch sehr anstrengend mit den Fahrten, vor allem jetzt aus Kiel immer nach Harrislee zu fahren zum Training. Aber, das tut ihr beide ständig? Das tun wir, ja, viermal die Woche. Unfassbar. Fünfmal, wenn man dann zum Spiel fährt. Aber es ist auf jeden Fall schon was Gutes, dass jetzt so langsam auch für die nächste Saison geguckt wird. Und es macht ja, wie gesagt, unheimlich Spaß. Und auch die Liga macht Spaß. Und ich habe einfach Bock, noch weiter da in der zweiten Liga anzugreifen. Und auch das Trainerteam bleibt, also und einige Spielerinnen, die schon den Vertrag verlängert hat, mal schauen, was da noch so kommt. Jetzt habe ich auf Instagram gelesen, du gehst nach Norwegen. Ja, das ist richtig. Was passiert da? Da mache ich mein Doppelmaster. Also okay. Bei uns an der Fachhochschule habe ich halt die Möglichkeit bekommen, dass ich einen Doppelmaster machen kann. Sprich, ich gehe dann noch ein Jahr ins Ausland, schreibe dort meine Masterarbeit, beende dann mein Studium. Genau, und das ist einfach etwas, was ich sehr gerne wahrnehmen wollte und letzte Woche auch der Mannschaft schon mitgeteilt habe. Und gibt es da auch handballerisch dann Neuigkeiten? Hast du dir da einen Verein irgendwie ausgesucht? Unimannschaft vielleicht? Da gibt es tatsächlich auch eine Zweitligamannschaft. Okay. Aber wie es dort für mich weitergeht, das habe ich noch nicht entschieden. Also mal schauen, dann danach dann die Rückkehr. Denn es gab ja schon mal eine Rückkehr. Du bist ja das zweite Mal in Harrislee dabei. Ja, genau. Also ich bin ja in meinem allererstes Frauenjahr 2011 war ich ja schon mal bei Harrislee. War das schon zweite Liga oder noch? Das war auch zweite Liga, genau. Damals noch unter Thomas Blaschek. Und auch eine ganz andere Mannschaft. Also es ist ja niemand außer Katharina tatsächlich dabei, die jetzt wieder da spielen. Also. Was würdest du sagen, waren die Unterschiede von damals zweite Liga zu heute zweite Liga? Kann man da Vergleiche ziehen oder ist es komplett anders? Das ist für mich tatsächlich schwer zu sagen, rein vom Niveau, weil ich da echt noch jung war und selber auch gar nicht so viel gespielt habe. Und da war die Wahrnehmung natürlich eine ganz andere. Also das waren für mich alles so Idole und ich bin da sehr demütig und ehrfürchtig reingegangen und jetzt bin ich ja deutlich älter, habe sehr viel mehr Erfahrung und sehe das Ganze irgendwie auch anders. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass
Aber für mich persönlich einfach sehr viel Spaß jetzt auf jeden Fall da ist. Also klar haben wir, wollen wir alle drinbleiben und es ist ein bisschen Druck da. Aber ich weiß, dass ich in meinen jungen Jahren mir selber deutlich mehr Druck gemacht habe als jetzt. Tatsächlich, wenn man jung ist, gibt man sich noch mehr. Aber auf jeden Fall, man muss sich da irgendwie viel mehr beweisen. Man ist ja auch selber noch als Persönlichkeit ein bisschen unsicherer, würde ich sagen. Und so von daher, das hat sich jetzt auf jeden Fall geändert. Wenn ich sage, ich habe es auf Instagram gelesen, muss man sagen, da seid ihr natürlich, sowieso sind wir alle sehr aktiv, aber du hast da, habe ich jetzt gelesen, eine ganz besondere Vergangenheit, denn du hast auch für den DHB und den EHF schon Social Media gemacht. Was ist das für eine Geschichte? Ja, genau. Also ich studiere ja irgendwas mit Medien. Das kenne ich irgendwo. Ich habe in Berlin meinen Bachelor gemacht und bin per Zufall auf die Anzeige gestoßen, dass der DHB Praktikanten sucht in der Öffentlichkeitsarbeit und habe mich dann darauf beworben und habe relativ schnell dann die Zusage bekommen. Bin dann für ein halbes Jahr in Dortmund gewesen, habe dort eben ganz viel Social Media gemacht, bin dort jetzt auch freie Mitarbeiterin. Okay. Ja, genau. Bei der WM 2017 von den Frauen war ich auch mit dabei, aber eher als Teamguide für Dänemark. Das war auch nochmal eine coole Erfahrung. Und bei der ERF war das auch Zufall, weil ich mal beim Final Four mitgeholfen habe und die mich dann in Erinnerung hatten und kontaktiert hatten. Und das war sehr cool einfach, weil man viel, viel mitgenommen hat, viel gelernt hat und ich ja so dann auch beim Handball bleiben durfte. Was ist so das Social-Media-Ding dort, außer dass man natürlich den Stars über die Schulter gucken kann, das ist sowieso schon was Besonderes, was ist aber deren, die sind ja auch immer mehr aktiv auf Social-Media jetzt, ist mein Eindruck. Ja, die haben sich aber auch vergrößert, so vom Team, also wenn ich bedenke, damals, das war 2016, 2017 war ich da. Da waren wir dann eben auch nur so 3-4 Leute und jetzt sind mehr freie Mitarbeiter dabei, die quasi den ganzen Ansprüchen gerecht werden. Dann hast du immer jemanden dabei, der fotografieren kann, der filmen kann und die werden dort immer breiter und besser. Das gefällt mir sehr gut. Wie ist insgesamt, wenn wir schon über Medien sprechen, euer Eindruck jetzt auch in Harrislee als Zweitligatruppe? Ist das Ganze größer geworden im Vergleich zur dritten Liga, die ihr ja jetzt auch kennt? Du kommst von OKT? Also die waren schon immer recht stabil, sage ich mal. Also was Social Media, sage ich mal, angeht auch, waren sie immer letztes Jahr auch schon aktiv. Aber man merkt schon, dass wir jetzt schon mehr Fans haben oder auch Viewer, die gerne mal so uns über die Schulter gucken oder die freuen sich dann immer, wenn wir vom unterwegs posten und was auch immer für Geschichten. Und das liegt auch daran, dass wir so ein bisschen Aufsehen erregen konnten bisher und auch weiter daran arbeiten möchten, dass wir die Halle noch voller bekommen und so weiter. Also ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, aber ist schon auf jeden Fall größer geworden. Ihr seid ja die höchstspielende Frauenmannschaft in Schleswig-Holstein oder in der gesamten Umgebung hier. Geht ihr eigentlich auch mal durch Harrislee und Flensburg und müsst schon mal so ein Autogramm geben, auch wenn ihr jetzt hier in Kiel wohnt? Also ich persönlich noch nicht, aber so oft sind wir beide jetzt, glaube ich, dann auch nicht in Flensburg bzw. in Harrislee unterwegs. Aber also ich weiß es auch tatsächlich nicht, ob irgendwer schon mal was unterschreiben durfte. Das weiß ich auch nicht, aber was bei uns eigentlich immer ganz schön ist, ab und an kommen dann doch kurz mal den Ton verloren. Aber geht, wunderbar. Aber freie Mitarbeiterin bei den Medien, es war gekonnt wieder drin. Sehr gut. Also ab und an kommen, ich weiß gar nicht, ob die aus der Jugend, aus unserer eigenen Jugend sind, die kommen dann zum Training, mit denen machen wir ein Foto dann oder unterschreiben Bälle oder wir müssen auch häufiger mal gerne irgendwelche Plakate unterschreiben, die werden verteilt, also das ist schon ganz cool. Also die Medienmaschinerie läuft in Harrislee schon an, das merke ich schon. Wenn man über Maschinerie, Medien und so weiter spricht und dann kommt man schnell auch auf das Thema international, das ist jetzt keine große Zäsur, sondern das ist eine gute Überleitung, Zäsur. International, du bist international, denn du spielst für das US-amerikanische Nationalteam. Wie kommt das? Ja, lange Geschichte, aber kurze Version. Mama hat irgendwann, als ich in der Jugend war, eine Mail von einem Verband bekommen, weil die da jugendliche Halbamerikaner, die in Europa aufgewachsen sind, gesucht, die Handball spielen konnten, sage ich schon mal. Und so sind sie irgendwie auf mich gestoßen und Mama hat eine Mail bekommen und dann bin ich zum Camp gefahren und seitdem bin ich da quasi drin. Also du bist quasi Halbamerikanerin? Ich bin auf jeden Fall Halbamerikanerin. Nicht nur quasi. Ja.
Und dann fährst du dahin mit wie vielen Jahren? Also ich war damals 15 bei meinem ersten Lehrgang und das war noch damals auch für die Jugendnationalmannschaft, aber ich bin dann doch relativ schnell auch dann in die Junioren und dann auch in die Damen-Nationalmannschaft gekommen. Im letzten Jahr wurde in Deutschland sehr viel über den Handball in Amerika gesprochen, weil die Nationalmannschaften Männer und Frauen auch hier waren. Ja. Und vor allem auch der Blick natürlich auf Olympia geht. Da möchte man bald die USA auch dabei haben, logischerweise als Gastgeber sowieso, dass sie auch möglichst lange drin bleiben. Wie ist der Fortschritt des Handballs in den USA? Ja, es ist stetig am Wachsen. Also in den letzten Jahren hatten wir auf jeden Fall einen Auftrieb, sage ich mal, mit generell der Professionalität, in der wir als Nationalmannschaft arbeiten. Jedoch ist dann leider ist einfach so, dass Handball noch eine Randsportart ist, sage ich mal, in den USA. Und da fehlt einfach Mittel, also finanzielle Mittel, ob es Marketing, ob wie auch immer, dass man da irgendwie das Aufsehen erregt. Ich meine, Handball wird schon seit den 60er Jahren in den USA gespielt, schafft das immer gefühlt, also vor allem wenn die Olympischen Spiele kurz, also in den USA waren, hat es da einen großen Auftrieb gegeben. Und dann gibt es in Atlanta deswegen beispielsweise einen großen Verein, in LA gibt es einen großen Verein, die halt noch von vor 10, 20, 30, 40 Jahren stammen. Aber es ist nicht zu vergleichen, wie Vereinsarbeit in Europa generell funktioniert. Das heißt, ihr spielt zwar zu Hause auch in Amerika in verschiedenen Hallen, aber ihr seid wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs, wenn ich an panamerikanische Meisterschaften zum Beispiel denke. Ja, also wir hatten, also wir haben, glaube ich, in den USA selber in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, kein Turnier, offizielles Turnier mehr halten können in den USA, weil die Auslosung immer in andere Länder ging oder wir ja auch gar nicht, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt geformt oder eine Mannschaft zusammenbekommen haben. Letztes Jahr war das erst einer der ersten Male, wo wir wieder ein Hin- und Rückspielserie gegen Kanada hatten im September. Das ist auch so einer der drei Mal, wo man ein offizielles Spiel in den USA bestreiten konnte. Ansonsten sind wir tatsächlich immer unterwegs. Also ob es Argentinien, Puerto Rico, Mexiko, Domrep, Kanada. Also. Wie oft fliegst du da im Jahr rüber dann? Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie viele Turniere wir haben. In den letzten Jahren haben wir, wie gesagt, auch viel professioneller gearbeitet und wir haben viele Spieler in Europa. Deswegen werden oft die Lehrgänge auch hier in Europa gehalten. Jedoch, wenn wir irgendwie zu einem Turnier fahren, was beispielsweise vorletztes Jahr in Puerto Rico, sind wir dann für eine Woche nochmal in die USA geflogen, haben trainiert und sind dann weitergeflogen. Aber es ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel Training wir vielleicht schon in Europa machen können, fliegen wir vielleicht dann direkt das nächste Mal hin. Das ist immer mal so. Also ein bis zwei Mal kommt man auf jeden Fall so schon in die USA mit der Nationalmannschaft, aber eigentlich dann mal mehr, mal weniger, je nachdem. Was war so dein größtes Highlight als Länderspiel? Gibt es sowas? Größtes Highlight, also man hat ja doch über die Jahre mal ein paar Mal gegen Brasilien gespielt und Brasilien ist ja für uns Nonplusultra, sage ich mal. Okay. Die sind schon auf einem sehr hohen Niveau und 2011 damals haben wir bei einem Turnier 50-10 verloren. Vor zwei Jahren. Sportlich. Aber 2017 bei den Meisterschaften, das war auch unser Eröffnungsspiel tatsächlich gegen Brasilien und da haben wir, glaube ich, auch nachher nur, sag ich mal nur, aber keine Ahnung, 36-20 verloren und habe da auch ein ordentliches Spiel hingelegt und das war auf jeden Fall schon was Cooles. Und generell, da haben wir in den letzten Jahren oder vorletztes Jahr haben wir die Silbermedaille bei den nordamerikanischen Meisterschaften geholt und dann nachher auch den fünften Platz bei den panamerikanischen Meisterschaften. Das ist wie die EM quasi für uns. Was ein sehr deutlicher Sprung war für uns, weil wir davor immer Zehnter oder auch weiter hinten waren. Und die panamerikanischen Meisterschaften sind auch sehr wichtig, um zur Olympia zu kommen, oder? Nee, die sind unsere WM-Quali quasi, also die panamerikanischen Meisterschaften. Und dieses Jahr gibt es die Pan American Games. Und das ist alles, die sind alle vier Jahre und das ist Olympia-Quali. Und die sind dieses Jahr in Lima, Peru. Okay, und da geht es dann auch hin und da könntet ihr euch für Olympia theoretisch qualifizieren? Genau, da haben wir ein Turnier mit 8 Mannschaften und haben eine ganz gute Gruppe erwischt mit, ich glaube, Argentinien, Peru und ich glaube noch die Wildcard-Runde.
Und ja, wir müssen unter den, ich glaube, ersten drei kommen, um uns ja, für eine Wildcard-Runde oder die Qualifikationsrunden für Olympia zu qualifizieren. Wenn man Erster wird, ist man automatisch qualifiziert. Das heißt, wenn man das mal weiterspinnt und ihr schafft das und ihr kommt zu Olympia und die Losfee möchte das so, könnte es Sophie Fasold gegen die deutsche Frauennationalmannschaft geben. Irgendwann vielleicht. Und das wäre auch schon mal auch noch eine coole Sache, wenn man irgendwie mal mit der USA gegen Deutschland spielen könnte. Ich wüsste zwar leider nicht, wie das ausgeht. da müsste man mal gucken. Aber es wäre auf jeden Fall eine sehr coole Sache, wenn man das mal irgendwann in der Zukunft machen. Das bin ich auch, das würde ich auch gerne sehen. Dann sagt Emily Berg, wer steht denn da jetzt im Tor? Das kann ja wohl wieder nicht angehen, schon wieder gehalten. Oh, schön wär's. So, in etwa stelle ich mir das Ganze vor, aber es ist ja auch noch ein bisschen hin bis Olympia, anderthalb, ja, ungefähr anderthalb Jahre bis Tokio, ein bisschen weniger. Aber wenn wir von internationalen Hallen sprechen, auch du hast international schon gespielt, musst du uns kurz erklären, du warst schon in Österreich. Ja, aber da habe ich, genau, ich habe ja, die ERF sitzt in Österreich, also in Wien. Und da habe ich bei den MGA Fivers mit trainiert, aber nur. Also bei heißt, den MGA? Ja, MGA Fivers, glaube ich, heißen sie. Okay. Also erste Bundesliga quasi, das Äquivalent dazu, aber es sind, sage ich mal, nicht das gleiche Niveau. Aber da habe ich nur mit trainiert. Aber da habe ich dann interessante Hallen auf jeden Fall gesehen mit so einem Ballondach. Okay. Ja. War interessant. Also klingt sehr, sehr spannend. Gibt es Hallen, die ihr noch nicht gesehen habt auf dieser Welt? Also Sof hat auf jeden Fall mehr gesehen als ich, also auf der ganzen Welt gesehen. Aber so ein paar hat man dann ja auch durch Jugendturniere auch gesehen. Mhm. Ja. Genau. Oder als Handball-Camp-Trainerin zum Beispiel? Ja, genau. Also Camp-Trainerin oder Spielerin oder was auch immer sieht man natürlich dann schon irgendwie viele Hallen. Aber ich will es... Ja, will schon sagen, dass es doch noch reichlich Hallen auf dieser Welt gibt, die zu entdecken sind und wahrscheinlich auch bleiben. Aber wir fassen zusammen, reisen und jetten durch die Welt und landen am Ende dann doch auf dem Balkon hier. Ja. Ich hoffe, ihr fühlt euch immer noch wohl. Braucht ihr noch Kakao? Schmeckt euch der Kakao? Ja. Sehr, sehr gut. Es gibt ja jetzt, was wir gerade schon angesprochen haben, medial gesehen, zweite Bundesliga und so natürlich ein größeres öffentliches Interesse, sage ich mal, als bei einer Drittligamannschaft im Vergleich zum letzten Jahr. Gibt es aber, wenn man jede Woche jetzt interviewt wird von einigen Experten, zum Beispiel Radio Vom, gibt es eigentlich Fragen, die man mittlerweile nicht mehr hören kann, weil es am Ende immer die gleichen sind? Also, ich glaube nicht. Also, ich bin noch nicht so viel in Interviewsituationen gekommen. Daher muss ich, glaube ich, eher Shorty mit diesen ganzen Fragen beschäftigen, ja. Der ja doch unsere, was Interviews angeht, ja auch irgendwie, also eine ganz starke Identifikationsfigur ist. Und ich glaube, dem hängen bestimmt ein paar Fragen zum Hals raus. Aber bei unserer Spielerin hält sich das, glaube ich, noch in Grenzen. Ja. Aber Shorty ist natürlich auch einer, der an der Seitenlinie sehr viel unterwegs ist. Und in Interviews dann aber auch wieder plötzlich komplett gewandelt, gefasst. Ich habe jetzt gelesen bei eurem Auswärtsspiel in Mainz, dass er hinterher mit den gegnerischen Fans abgeklatscht hat und fast noch Freundschaftsverträge geschlossen hat. Kann man das so zusammenfassen? Also auch auswärts sehr beliebt. Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube, Shorty ist überall in Deutschland verbunden. Also gefühlt waren wir in Catch oder jetzt auch in Mainz, wo irgendwelche Fans oder Bekannte von ihm vielleicht auch noch da waren oder ehemalige Trainer von ihm irgendwie doch da mal. Und ich glaube auch, dass er sich zwar auch während des Spiels vielleicht nicht immer beliebt bei den Fans macht, aber er ist ja doch ein sehr netter und sehr freundlicher Kerl. Und da macht er sich dann auch da Freunde. Und auch er bleibt ja, hat den Vertrag verlängert, müssen wir sagen. Auch das natürlich wichtig, auch für das gesamte Umfeld. Wenn wir nochmal auf diese Geschichte zu sprechen kommen, Aufsteiger muss gucken, wie in jeder Liga sowieso, wo er bleibt, auch bei den ganzen Rahmenbedingungen. Und ihr habt aber auch viele, ich sage mal, kreative Ideen gehabt, wie ihr so ein bisschen den Etat pushen könnt. Zum Beispiel, glaube ich, auch durch diese Mützen. Ihr habt Fanshop gegründet. Was gibt es noch für Aktionen, die ihr gemacht habt? Ihr müsst, glaube ich, Sponsoren betreuen. Stimmt das? Ja, also wir haben natürlich jetzt die Sponsoren, um einfach besser Kontakt zu halten und die auch mit auf dem Laufenden zu halten, haben wir die unter uns so aufgeteilt und mit denen halten wir soweit es geht und soweit es auch gewollt ist, sage ich mal, damit den Kontakt und schreiben denen immer nach dem Spiel, schicken mal ein Bild und was so los ist und sonst haben wir, also ja, den Shop, den Verkauf,
Wir haben auch zu Beginn der Saison den Kids Club gegründet, wo quasi die ganzen Jugendmannschaften vergünstigt bei uns zu den Spielen kommen können für die ganze Saison. Dann aber auch dafür was kriegen. Also die können mit uns einlaufen, wir können mal zum Training kommen, Autogramme machen mit uns, Fotos. Autogramme machen mit uns, ist klar. Also Fotos mit uns machen. Fotos machen, Autogramme schreiben. Autogramme schreiben, genau. Und weil du es ja gerade schon angesprochen oder weil wir jetzt schon darüber geredet haben, wir haben dir ja auch was mitgebracht aus unserem Fanshop. Wie? Ja, echt? Ja, natürlich, aber also wir in unserer Mannschaft würden jetzt sagen, wir haben dir drei Sachen mitgebracht. Drei? Drei. Ja. Und du darfst dir eine aussuchen. Ach, das ist jetzt auch noch quizmäßig hier. Das finde ich cool. Quiz? Quiz? Also natürlich haben wir, weil du ja Tassen sehr gerne magst, auch unsere Tasse mitgebracht. Ah, ihr habt eure eigene Tasse. Ja. Harris Lady Nordfront. Genau, vielleicht einmal hier in die Kamera halten. Genau, ja. Stark. Ja. Dann hast du ja schon gesehen, was Sophie auf dem Kopf hat. Die nette Mütze. Die nette Mütze, die heute sicherlich auf jeden Fall angebracht ist. Genau. In der Tat. Und um es noch bequemer auf deinem Balkon zu machen, haben wir natürlich auch Sitzkissen. Ach, wie cool. Mit hier mit Parasol. Ach, auch mit Rückennummern und allem? Ja, ja. Genau. Das heißt, jede Spielerin von euch hat ein Sitzkissen, was man im Fanshop theoretisch kaufen kann? Ja, genau. Ah, okay, das ist ja auch kreativ. Und, da muss ich mich jetzt entscheiden. Okay. Weißt du, dass wir eine Sache aussuchen. Eine. Weil ich teste mal die. Ich verstehe das mit den Zahlen gar nicht. Konnte Mathe gar nicht. So. Ja, die steht ja auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ja? Ja. Ich habe neulich auch von den Firebirds von Jörl eine Mütze bekommen. Ja. Die haben auch gesagt, dass sie mir steht. Meinst du, wir erzählen alle Lügen? Oder? Brauchst du uns nicht? Oder mir steht einfach jede Mütze unfassbar. Und ich habe den falschen Job. Ich sollte so Mützenmodel werden. Ja. Ihr müsst doch auch als Torhüterin, habe ich erfahren, Kopfgrößen messen. Ja, nee, das ist nicht für Torhüter nur gedacht. Das ist nur bei dem anstehenden Turnier im Sommer müssen wir ein paar Körpermaße und so weiter, unter anderem auch die Kopfgröße mitgeben. Damit euch die Fanartikel auch passen. Genau, falls wir eine Mütze bekommen, dass sie auch die richtige Größe haben. Guck mich gerade im Spiegel an. So, ja. Okay. Bei Mützen ist natürlich immer das Problem, das ist mit der Frisur. Ja, so. Die kommt nicht mehr zur Geltung, ne? Die Tasse finde ich auch überragend für meine Tassensammlung. Ja. Ja, okay. Ich probiere einmal das Sitzkissen aus, würde ich sagen. Ja. So. Oh ja, das ist auch... Kann man auch herrlich mit in weitere Hallen nehmen, falls man sich da mal hinsetzt und oder auf der Tribüne, das so hart ist, dann hat man immer ein Kissen dabei. In der Tat. Oder aber, wenn es sich zum Wandern verschlägt, kannst du dir das auch richtig praktisch einfach mit einem Band noch umbinden. Und immer, wenn du sitzen willst, hast du ein Sitzkissen schon am Po. Super. Ach so. Ah, dann hätte ich so einen Hinterteilschutz, falls von hinten irgendwie ein gefährlicher Igel kommt. Oder so. Okay, ja. Das ist natürlich jetzt eine harte Entscheidung. Was würdet ihr denn nehmen? Ihr habt wahrscheinlich sowieso alles, oder? Also insofern? Nee, alles haben wir nicht. Also, wie man sieht, habe ich die Mütze, ja. Aber sonst weiß ich nicht. Das ist halt die Frage. Am Ende des Tages sage ich, ich glaube um meine Tassensammler, ja, ich bin halt Tassensammler, dass ich die Tasse nehme, um da auch mal morgens dann das Käffchen draus zu trinken, weil eine Mütze habe ich ja jetzt auch schon. Ja. Und meistens stehe ich in den Hallen. Ja, und wandern gehe ich halt einfach nicht. Ja. Das Wandern ist das Hommis Lust, das ist nicht an der Tagesordnung. Das wird da schon die logische Wahl sein, weil Kaffee braucht man immer. Aber es ist sehr gemütlich für den Balkon. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, gerne. Das ist also gerne, diese coole Tasse. Was gibt es noch so in eurem Fanshop, wenn wir schon dabei sind wir und Werbung machen? Ganz haben noch eine Cap, glaube ich, zur Auswahl. Wir haben noch eine andere Art an Mütze, also eher eine Laufmütze, würde ich mal sagen. Ja, Sitzkissen mit jeglichen Nummern drauf. Man kann sich Fan-Trikots bestellen, wenn man möchte. Also einmal in, ja, sag ich mal, Spielvariation und einmal in der Light-Variation. Light. Ja, und sonst haben wir, ich glaube, das war's, ja. Nichts weiteres. Also mal gucken, was nächstes Jahr so ins Sortiment kommt. Sensationell. Ich bedanke mich.
auf der einen Seite für das Gespräch, auf der anderen Seite für die Tasse. Ich hoffe, euch hat der Kakao geschmeckt. Ja, ja, sehr gut. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und euch vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wie immer jedes Video auf YouTube und jedes Audio auf Spotify und iTunes, das Ganze als Podcast, wenn ihr das auf der Autofahrt nochmal braucht. Wenn ihr auch mal eine Folge auf der Autofahrt von Kiel nach Raresle hören wollt. Ja, das können wir da. Das sind 40, ja. Dann laden wir das gleich mal runter. Alle Folgen also auf jeden Fall auf Spotify. Vielen Dank euch. Danke. Alles Gute für den Rest der Saison. Bis zum nächsten Mal bei Radioform. Ciao.